Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu War Thunder. Zerstöre die feindlichen Bodentruppen. Sehe ich das richtig? Bodenangriff. Ja, das ist richtig. Probieren wir es doch nochmal mal mit deinem Chiavi. Weiter. Oder gehe ich mal mit der Kitty? Pass, wer spielt was? Ich spiele Bomber. Bomber? Gut. Heavy Fighter. Dann spiele ich, dann spielen Niklas und ich Jäger. Okay, wo ist das Team? Komm schon, wir formieren uns mal ein bisschen. Ach, das waren die Schiffe. Ich habe sogar jetzt Torpedos für die Fette. Oh, nice. Wieso startet ihr unten? Wieso startet kein Jäger bei mir oben? Ja, das ist ein bisschen doof. Ich glaube, ich hau die Lappe mal auf Kampf und zieh nach oben. Immer schön auf Trieb, wie Pascal uns beigebracht hat. Ey, wer springt denn da schon mit Fallschirm? Also, du kommst jetzt zu mir hoch, oder was? So gut ich kann. Okay, weil ich gehe nämlich dann links auf die Base. Vorsicht bei euch, kommt so ein richtiger Schwarm gerade von vorne. Dreh mal bei. Sonst haben die euch gleich. Ja, gut. Alles klar. Ich schraub mich mal hoch. Also irgendwie hoch oder zurück oder irgendwie sowas. Rückzug. Ja, ja. Weil die kreisen euch gerade ein. Ich fliege jetzt eine schöne Schraube. Ich bin schon auf 3-2. Die kreisen euch gerade ein. Da zieht man sehr schön von oben. Ich gebe mein Bestes. Bei mir auf 4000 Meter passiert so schnell nichts, aber... So, ja, wo seid ihr denn alle? Alles klar. Goldene Mitte. Marius, ich bin 1-3 neben dir. Oh, wow. Pascal sitzt ja richtig gut. Nee, überhaupt nicht. Eben. Ich bin übelst hoch jetzt mit dem Ding. Wer ist denn, wenn ich mal... Ja, guck mal, da sitzt so ein Heavy-Viech im Sturzflug. Der will uns. Und wer ist, wenn ich mich da dran setze? Da sitzt schon einer dran, das ist ganz nice. Voll abgestürzt und Krieg. Gesunken. Er hat mich jetzt einmal getroffen. Spitze der linken Tragfläche einfach weg. Böse Kanone. Wo fliegt der denn lang? Ja komm, setz dich gegen den Berg. Ist das ein Doppeldecker? Alter, der ist ja schon im Stillstand. Ja, toll das Ding. Fury ist ein Doppeldecker. Doppeldecker in Rang 2 oder was? Da los. Kannst auch im Rang 2 mit Rang 1 fliegen. Ja klar, aber naja. Die Dinger sind wendig wie Sau, können so arschlangsam wie nichts anderes und Das habe ich gerade gemerkt, Mann, der saß fast oben auf dem Berg drauf. Ich habe da einmal gegen geschossen, dann war der aber tot. Ja. Ich habe jetzt auch gerade gemerkt, ich habe bei den Deutschen nicht wirklich viele Flugzeuge. Egal, ich hab's mal mit dem Doppeldecker rechts, weiter. Mein lieber Kollege, zieh nach rechts. Du Muschi. So, den hat's zerrissen. Jetzt jagen wir da noch alle drei Bomben drauf. Ey, ich liebe die Kitty, ne? Wenn du die richtig einsetzt. Dass ich mich eben so hochgeschraubt habe, war schön. Das Viech ist so multi. Ah, fuck. Halt durch, eine Bombensalve noch, dann ist der Stück gut hin. Ja, meine Bomben, die regenerieren jetzt sowieso nicht mehr, aber ich hab übelstes Spritleck. Hehe, ich hab aber auch noch 18 im Schacht drin. Jetzt sind gerade drei Flugzeuge zusammengestoßen, ist das euer Ernst? Buja, Junge! Flugzeug zerstört, du Bitch! Hast du gedacht? Oh, Kacke. Nein! Mein Motor ist aus! Kacke, Mann. Klappen raus. Gleitflug. Hey, wenn ich noch 5 Minuten Gleitflug mache, dann haben meine Bomben nachgeladen. Toll. Ja, dafür bist du aber, glaube ich, zu niedrig, oder? Es geht. Ich habe die Klappen draußen. Ich habe da nur so einen Hut und so einen hinter mir. Komm, Klappen rein. Und? Klappen rein. Ein bisschen Geschwindigkeit drauf bekommen.
Den Zerstörer, den kann ich eh nicht beschädigen. Egal, Klappenkampf. Kannst du mal zurückkommen zu mir? Ich? Ja, du. Wie soll ich das hinkriegen? Du fliegst genau richtig. Ja, da. Vergiss es. Ich gehe gerade unter. Ja, ich auch. Ach so. Aber schon ganz, vergessen, ganz kein liebevoll. Motor mehr. Ach so, scheiße. Da ich, wie sollte ich zu dir, mein Freund? Das waren, ich glaube, 200 Meter vor mir. Du bist nur von mir weggeflogen. Oh. Segeln? Es war eine sachte Drehung nach links und du hättest den schön vor dir gehabt. Kacke. Das hätte aber sehr viel Glück sein müssen. Ey, ich ich gehe mal spaßeshalber mit dem Torpedobomber los. Mal gucken, ob das noch funzt. Also ich habe gerade einen Torpedo getroffen, den anderen voll verkackt. Und dann abgesoffen. Ja, aber wenn ich den Zerstörer... Möchte ich mich mit vielen gegnerischen Jägern anlegen, gleichzeitig? Also wenn ich den Zerstörer wegziehe, dann läuft. Und wenn ich den Zerstörer nicht wegziehe, dann läuft halt nicht und ich nehme die nächste Karre. Jo. Na komm schon, wir sind da gerade gut dran. Ich bin da der Feuerball, der Richtung Wasser fällt. Du bist so wunderschön. Meinst du diesen roten Schwarm da vorne? Ja. Genau der. Hä? Ist der Zerstörer platt? Kann sein. Yo, Zerstörer ist platt. Wozu habe ich das scheiß Torpedo jetzt mitgenommen, Mann? Kannst du auf Landziele abwerfen, vielleicht bringt es auch was. Nein. Nein, tut es nicht. Über dir. Vielleicht wurde alle Klappen verloren. Vielleicht gräbt er sich ja durch den Boden. Ja, allerdings werde ich jetzt einfach mal so. Versuch's einfach auf Panzer abzuwerfen. Explodieren tut der Teil immer. Nein, tut es auch nicht. Flup. Genau, das ist jetzt nämlich gerade einfach. Das ist einfach gerade in den Boden eingeschlagen. Es hat so Block gemacht. Notfalls erschlägst du halt jemanden damit. Scheißegal. Also ich glaube, es würde noch eigentlich mehr kritischer Treffer. Und wow, das sieht schön aus. Komm, ich lass noch ein bisschen Dampf fliegen. Bisschen grünen Rauch. Also ich glaube, du würdest jemanden damit platt kriegen, wenn er den Torpedo in der Luft auf den Kopf bekommt. Ja. Das geht. Aber das war's auch. Zerstöre die feindlichen Bodentruppen, ne? Da gehe ich jetzt lieber, ich gehe mit der P-400 rein, hol mir noch irgendeinen Jäger. Zu noschen. Genau. Gewonnen haben wir jetzt eh. Und ich bin so weit weg, ich will nur irgendwas in die Luft springen. Oh, Niklas, der war nice. Okay, Vorsicht, du hast da noch einen Freund. Oh, du hast da. Oh. Oh! Au! Treffer! Ich möchte einfach mal behaupten, mein Flugzeug hat das nicht überlebt. Yeah! Oh, krass, ich hab's genießt. Hab genießt, hab die Augen zugehabt, hab die Augen wieder aufgemacht und dann stand da Flugzeug zerstört. Schön! API. Nicht T-Munition, was Flugzeug ist das denn? Zerstört! Hat's ja wirklich eine Granate mit Brandsatz und Leuchtspur. Boah, das hört sich doch schon gut an. Ja, Mann, Mission erfolgreich. Beste Staffel! Ich hab das letzte Flugzeug ausgewählt. Geil, so in den letzten paar Sekunden mit der P-400 einfach nochmal gefickt. Ich mag das Flugzeug. Oh, schau mal! So ganz, ganz spontan mal auf Rang 1 im Team. Schade. Also geil, aber schade. Da hätte ich jetzt die, Respekt, Junge, Respekt. 1600 konvertierbare Punkte. Da hätte ich jetzt diesen 300er Bonus eigentlich drauf klatschen müssen. So. Da war er. Auf in die Schlacht. Ich glaube, da war er noch nicht.
Heinrich. Heinrich das Flugzeug, la di ta ta ta. Heinrich das Flugzeug, ich hasse dich ja so. Und es geht weiter. Resthaus. Zerstöre was? Die feindlichen Bodentruppen. Dann könnten wir doch vielleicht mal wieder mit dem Heavy. Das gefällt mir in letzter Zeit. Wir könnten mal wieder mit dem Heavy Fighter da rein. Yes, Sir! Einstiegspunkt Jäger und dann gib ihm mit dem Fetten. Reisfelder. Ja. Das. Ich sehe Bunker. Ich sehe eigentlich. Scheiße, ich sehe scheiße viele Bunker nur. Bunker. Leichter Panzer, mittelschwerer Panzer. Ja, in der Mitte. Ja, sonst ist da nicht viel. Interessant. Sind da nur 24 Ziele. Merkwürdig. Ich glaube, ich bin auf der linken Seite. Okay, ich sehe einiges im Konvoi jetzt, wo ich leer dran gehe. Das ist auch ein Flachsöchen. Oh ja, und der Konvoi ist gleich erstmal eine Straße drauf. Ja, wenn du die Straße nimmst, dann werde ich die Bunker schlachten. Ich gehe mal auf den linken Außenposten, ne? Falls ich mich abbauen kann. Da sind wir unten geholt. Ich habe 28 Bomben, das ist mehr als genug. Ich bin noch mehr. Ich habe es gerade anders überlegt, ich gehe doch auf den Bunker. Klick. Klick. Bullseye! Zwei Bodeneinheiten. Ich zieh mal ein Looping. Komm schon, Klappen raus. Und. Niklas, bin hinter dir. Yes. Hinter uns ist auch noch ein Feindflieger, ne? Echt jetzt? Den habe ich mir gerade abgedrängt. Nice Teamwork! Oh nein, nein, Leichter nein, 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 wow. Bieg mich doch nicht so in Sicherheit! Flugzeug ausgebrannt. Ich dachte, den hast du abgedrängt. Ja, einen habe ich immer noch auf dem Korn. Jo, Flügel abgerissen, tschüss Flieger. Das und üben wir dann geht mal. Mein Umweltpferd. Ja, meine Karre ist wieder ausgebrannt. Ich leg auch mal einen Teppich. Obwohl, nee, abbrechen. Ich leg jetzt erstmal ein paar Flugzeuge. Und das war gar nicht die Wildcat, das war die Hellcat. Ich bin gerade auf der taktischen Karte und ich sehe einfach nur diese Flachs um den gegnerischen Flugpunkt so weg. Hat sich da einer durchgeschlichen oder was? Ja, ja. Als er da durchgeschlichen hat, dann wohl Bombenteppich über die Flachs am Platz geworfen. Und die kriegst du auch mit der die kriegst du auch mit MG ziemlich gut weg. Pilot ausgeschaltet. So, alright. Marius sieht ganz gut aus da links. Wo ist denn noch was zum Teppichsieren? Teppichsieren. Zum Teppich. Mitte durch. Netten roten Schädel, der da wegliegt. Ah ja. In der Mitte durch sind ein paar. Sind, ja. Oh ja, oh ja. Mit so euren komischen blauen und roten Bleispritzen. Kann man die Farbe von Leuchtspuren eigentlich anpassen? Die kriegst du in den Optionen. Unsere sind meistens grün. Lutz hat natürlich pinke genommen, weil er wieder Outstanding Pony-Scheiße machen muss. Ja, Pascal und ich sind grün. Grün, grün, grün sind alle meine Kugeln. Grün, grün, grün. Alright. So, fick dich, Verrecke, Alter. Ich zieh da jetzt so nah drauf. Ich hab doch keinen Bock, aus 4 Kilometer Entfernung abzuschätzen, wo so ein scheiß Ei landen könnte, Mann. Schau mal. Wow! Junge! Und ich war ja dumm und hab nicht alle meine. Oh fuck. Die Hurricane. Keine Ahnung. Und P38 kommt von rechts. Ja, toll.
Hinter dir hängen zwei, ich bin hinter den her, ja, das war's dann. So viel dazu. Ich kundschafte das mit der Kitty mal aus. Boah, wir machen hier Looping-Duell jedes Mal. Einer kommt von unten hoch, der andere von oben runter. Wow! Wow, wie hat's denn gerade die Base vom Gegner weggefickt? Glück, weg! Was war das denn, Junge? Pascal, hast du die Hurricane weggefickt? Ja, du bist auch down. Eine habe ich auf jeden Fall gerade noch runtergeholt. Okay, ich glaube, auf die linke Seite möchte ich nicht, da sind mir zu viele rote Namen. Die sind überall! Luftmoped! Oh, nee, da aber nicht so viele wie da links. Was ist da links los? Ja, die holen sich unsere Bases, ja. Oh, da vorne ist noch ein mittelschwerer Panzer direkt in unserem Feindgebiet. Ja, den hier. Das ist noch ein leichter Panzer. Hallo. Ja, aber ich habe unter der. Ich habe unter der Hawk habe ich trotzdem noch fette Bomben. Joink, joink, joink. Ah, ich bräuchte Hilfe. Wo bist du? Direkt über dem Wasser. Links. Da kommen wir nie im Leben hin. Das sind 8,5 Kilometer von mir. Im Luftmoped. Oh, scheiße. Oh, Niklas hat gerade da zerlegt. Schade. Ja, ich habe irgendwie meine Geschwindigkeit unterschätzt. Nein. Wir müssen mal irgendwie zusammenbleiben, das wird mehr Punkte. Ja, ich habe da gerade jemanden, mit dem ich so am Spielen bin. Ich wollte mir gerade den einen mittelschweren Panzer holen, den du nicht getroffen hast, Timo. Ja, dann habe ich dich da nur noch so ein bisschen knutschen gesehen. Ich mag den Boden. So, wer ist eigentlich Dark Rage, damit ich meinen Überblick bekomme? Ich glaube persönlich. Dark Rage! Mann! Alter, ich bin voll am Verkacken und bin hier Staffelführer, das kann ja gar nicht sein. Irgendwas macht ihr da grundlegend falsch, Leute. Ja, diese vereinzelten Scheißdinger, Junge, die gehen mir auf den Löres. Nehme ich halt jetzt noch den blöden Marinebomber, was willst du machen? Nee, weißt du was? Nee. P400, los. Ihr wollt die Cannon? Ihr kriegt die Cannon! Pilot ausgeschaltet, wer hat es vermisst? Bist du im Moped noch, Pascal? Oh, Mann. Ich komm darüber. Ich komm dir jetzt darüber, wenn ich dich habe. Ich hoffe für dich, die Bullen sind schneller. Niklas, bleib mal bei Pascal. Geh weiter nach links. Was immer ihr da tut. Zieht mal wirklich zusammen, ach, wie Marius schon. Das sagt. Zwei Leute hinter mir. Ernsthaft? Du weißt, dass ich jetzt gerade hinten wieder gespawnt bin, Timo, ne? Ja. Die haben mir gerade ein drittes Augenloch in den Kopf geschossen. Alright. Pascal, geh links rum. Schwing links. Oder bist du wohl? Jetzt hab ich vorne die Jäger. Ja. Und Tragflächer. Das war eine astreine Jäger. Oh, Pascal, warum fliegst du denn auf den Kopf? Weil die linke Tragfläche jetzt inzwischen rechte Tragfläche fehlt. Verstehe. Oh, aber dem fehlen jetzt beide Tragflächen. Nee, den Bomber hebe ich mir zum Schluss auf, zum Rumeiern. Wobei Eiern in diesem Fall das Rumeiern und das Eierwerfen bezeichnet. Ach, also wir sind wohl zu kurz vor Schluss. Jetzt erstmal den Jäger. Ja, gut. Erstmal noch das böse Ding auspacken. Ja. Komm schon, geh hoch.
Okay, ich hab da noch einen an mir. Runter, 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 mach mal Speed. Gib Tempo, du Scheißding. Ich hab einen Spritleck. Dreck, 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 dreck. Ja, ich hab auch einen Spritleck. Ich nehme mich noch mit. Ich nehme mich noch mit. Ich nehme mich mal. Ah, Timo! Siehst du nicht mein Bildschirm voll hier? Ach so, habe ich dir die ganze Camp voll gehauen? Ach komm schon, Flugzeugkollision am. Komm schon! Mist! Ja, knallst ihn ab und kollidierst noch mit ihm. Meine Güte, weißt du, P400 genommen, trotzdem nur zweimal Abschusshilfe. Was denn da los, Junge? Schwerer Jäger. Ja, jetzt wieder ein sehr schönes Bild. Ich darf wieder nur zuschauen. Ah je. Marius räumt richtig ab bei uns. Ajo. Aber jetzt ist wirklich nur noch Duell. Ist der Mittelschwere da jetzt? Oder leichte oder was das? Boah, leichter Panzer. Oh, da hinten ist auch noch einer in der P400. Scheiße, Mann. Da traue ich mich ehrlich gesagt. Nein, Mann! Na, schade. Toll. So, letzter Flieger, die Tröte da, ey. Jetzt hab ich ja Zeit. Der ist ja nie gemacht. Wieso heult meine Stucke eigentlich nicht mehr? Die U87, ist das die mit den fetten Gewehren drunter? Oder welche hast du? Oh no! Flugzeugkollision. Ja. Das ist schon erfolgreich. Die Gewehre sitzen bei der U in den Tragflächen. Ach so, nee. Das ist die Stuka mit diesen Tigertarn. Okay, ach so, die ja. Keine Ahnung, warum die nicht heult. Die Vorgängerin hat geheult. Ja, irgendwann haben sie es abgeschafft. Ja, weil die hat ja auch die Sirene unterm Motor, ne? Mhm. Deshalb. Vielleicht hatten sie keinen Bock mehr, das einzufügen. Und haben es bei der ersten nur als Gimmick aber eingesetzt. Wie gesagt, Stuka ist wie ein Emo, ne? Nur beim Heulen wirst du schnell. Das ist. Und damit verabschieden wir uns für heute. Ihr könnt immer gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Guckt uns unter der Woche noch, dann machen wir ein paar Solo-Projekte. ITC out!